Nintendo hat vor wenigen Tagen einen Story-Trailer zu Mario & Rabbids Sparks of Hope veröffentlicht, der hohe Wellen geschlagen hat. Denn in diesem wurde eine bekannte Final-Boss-Theorie noch einmal gestärkt. Ich selbst hab's noch nicht gesehen, aber wir machen das jetzt mal gemeinsam hier auf dem Zweitkanal. 2 Minuten 31 Gita-Trailer und los geht's hiermit. Schlossgarten sieht schon mal sehr schön aus. Die lassen da sogar Drachen steigen, cool. Aua. In a faraway land, dark mess rises. Das klang gerade wie ein Klicker aus The Last of Us. Our fate rests in the hands. Boah, krass. Sieht voll geil aus. Of the galaxy's greatest heroes. Die Animationen sind so stark, ne? Who are most definitely up to the task? In whimsical new worlds, they'll meet new allies. From the wild to the wacky. To the whoa. So tolle Charaktere, ich feiere das. Er ja, ist ja einer der guten diesmal. These lands, gripped by evil. Voll geil. As spark hunters give chase across the stars and the odds stacked against them. Mario und Luigi Vibes bei dem Gegner da. This unlikely team will need each other. Mario Sunshine Vibes. Oh, ich feiere das Spiel jetzt schon. To triumph. But there is a deeper secret. Shrouded in darkness. That could consume even the brightest light. The greatest heroes spark into action. United, they are the galaxy's last hope. Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. Available October 20th. On the Nintendo Switch. Also erstmal richtig geiler Trailer, super schön anzusehen, die Visuals des Games, die Charaktere sind unique, so wie man es sich von Nintendo auch wünschen würde. Also großes Lob an Ubisoft an der Stelle. Ich weiß auch genau, welche Stelle im Trailer gemeint ist. Eigentlich gibt es da so 2, 3, aber eine ist relativ eindeutig und die gucken wir uns jetzt noch einmal kurz ein zweites Mal an. Und ich sag mal so viel, achtet auf die Augen. Falls ihr jetzt aber nicht gespoilert werden wollt, ich meine, es ist nur eine Theorie, aber ja, sie scheint schon mittlerweile sehr offensichtlich zu sein, dann schaltet das Video am besten jetzt ab. Aber alle anderen, achtet mal auf die Augen und auf den Text jetzt gleich. But there is a deeper secret. A deeper secret. Und zack, habt ihr es gesehen? Shrouded in darkness. Hier. Das sind doch eindeutig Rosalinas Augen. Schon immer, seit das Spiel vorgestellt wurde, hat man sich gefragt, Moment, warum gibt es Rabbit Rosalina, aber nicht Rosalina? Könnte sie vielleicht der Final Boss sein? Und das habe ich mir auch gedacht, so, dass sie vielleicht irgendwie von diesem Alien überfallen wurde und seitdem kontrolliert dieses Alien sie in seinem Körper, so quasi als Wirt. Und das sind so die kleinen Momente, wo ihre echte Persönlichkeit noch einmal für einen Moment den Besitz ergreifen kann und zeigen kann, hey, ich bin's. Aber dann that could consume. Kommt wieder Cursor, das Alien, und übernimmt die Kontrolle. Also es scheint schon tatsächlich so zu sein, dass Rosalina der Final Boss in diesem Spiel ist, oder zumindest
augenscheinlich der Final Boss. Cool. Aber schade, dass sie es jetzt auf diese Weise doch relativ eindeutig gespoilert haben. Wäre jetzt nicht nötig gewesen. Wäre cooler gewesen, wenn man das einfach nur, ja, so für sich erwartet hätte und dann während des Spiels selber herausfindet. Aber ich finde, der Trailer, der legt es einem schon so mehr oder weniger vor die Nase. So, guck mal, es ist so, guck mal. Naja, aber trotzdem, ich frage mich, wie es dazu gekommen ist, wie wir Rosalina retten können und was noch so alles passiert. Wir werden das Spiel natürlich let's playen, wenn es rauskommt, am 20. Oktober 2022 auf dem Hauptkanal. Seid gerne mit dabei, bin schon hyped.